Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf Fjördo. Und just in diesem Moment ist mir eingefallen, dass wir etwas vergessen haben. Ich muss mich unglaublich schnell jetzt einmal zurückporten Richtung Hauptbase. Leute, wir haben was vergessen. Um Gottes Willen, ich glaube, es gibt Tote. Ich glaube, es gibt Tote. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will noch gar nicht sagen, worum es geht. Ich will noch gar nicht. Wir müssen ganz kurz. Oh mein Gott, wir müssen. Oh je. Jetzt komm, mach hinne. Mach hinne. Wir müssen nach Hause. Umgehen. Los. Nicht gegen die Wand. Oh Gott, ich. Na. So. Ganz schnell. Los, los, los. Was ist das hier? Was ist das denn? Oh, ich wollte gerade sagen. Ich muss ganz schnell da rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben was vergessen. Nein. Mach auf. Hier. Die Höhle. Unsere Otter. Die war doch schwanger. Aber wie viele Folgen ist das her, Leute? Wie viele Folgen? Lass mich durch. Wie viele Folgen ist das her? Hallo? Okay, oh Gott, wo habe ich denn? Oh nein. Oh Gott, habe ich den Otter noch da drüben? Oh nein, ich habe den da gelassen. Oh, ich bin so ein Horst manchmal. Okay, also, warte mal. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die Otterbabys finden soll. Oder das Baby. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich sag's einfach so, wie es ist, dass ich es einfach verkackt habe. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Die Mutti hat geboren und ich habe vergessen, mich zu kümmern. Toll, Lexan. Ganz super. Ganz großartiges. Also großes Kino, wirklich. Hast du super gemacht. So, wir müssen uns sofort zurückporten, denn unser Otter ist noch auf der anderen Seite. Oh mein Gott, es wird immer besser. Ja, wir müssen ja nach wie vor Pelz holen. Das hat sich ja nicht geändert. Ich muss was trinken. Oh nein! Und das ist mir nämlich eingefallen. Wo ist der Otter? Oh, Können wir den mal kaputt machen? Danke! Leute, wo ist mein Otter? Hä? Ich sehe ihn nicht. Die haben ja auch keine Dings. Wo ist denn der? Können wir gezähmte Tiere finden mit diesem neuen Dingsbums? Oh Gott, ich krieg die Krise. Ich bin schon wieder komplett verwirrt. Otter, komm. Hier, den, ne? Sind die jetzt alle da oben? Hier, dieses Männchen hatten wir doch, wenn ich mich recht erinnere. Wo ist er denn? Hä? Wir müssen das kurz eruieren, Leute. Ich glaube, der ist zu Hause. Wir hatten ja nur drei, wenn ich das richtig erinnere. Der ist zu Hause. Ja, komm, wir müssen ihn kurz suchen. Es geht nicht anders. Ich bin ganz unruhig, was das Thema betrifft gerade. So, komm. Nochmal nach Hause fix. Sehr spannend. Also, Otterbaby ist verloren, weil ich mir keinen Wecker gestellt habe und einfach, ich hab's verkackt. Ich sag so, wie es ist. Und hier, oder haben wir den beim letzten Mal schon abgeschmissen? Haben wir den schon abgeschmissen? Nee, der muss da oben irgendwo sein. In 3 Metern? Was?
bleib da. Hier! Da sitzt du! Hier auf dem... Hier sitzt du! So, du hast noch Fisch bei dir drin, das ist gut. Das finde ich sehr löblich. Ich lasse den mal kurz hier, ne? Weil wenn wir den jetzt immer mitnehmen zum Pelz holen... Nicht so cool, warte mal. Dann machen wir den nochmal schnell leer hier, den gutsten. Bitteschön, ich mache den ganzen Schnulli da jetzt einfach rein. Ich hoffe, das bleibt dann einfach da erstmal in der Kugel, was wir noch nicht sortieren können. Und so, dann porten wir uns wieder zurück und werden noch ein paar Jutis klar machen. Okay. So, wir werden noch ein paar Jutis, aber es wird dunkel, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Aber die werden wir auch im Dunkeln finden, vermutlich. So, go. Last Remote. Otter ist hier in Sicherheit, hoffe ich. Und wir werden jetzt noch ein paar Jutyrannosauren uns holen und mal gucken, ob wir das gebacken kriegen. Ich mache das wieder mit dem hier. Nein, wir machen so. Ich gebe da Jutü ein. Es müssen jetzt auch keine Riesenviecher sein, aber in der Nähe sollten sie sein. Wir sind ja hier... Wo sind wir denn? Den will ich. Was ist das für einer? Der hier. Ein X-Jutty. Nee, den holen wir uns nicht. Ach nee, das ist wichtig. Den hier. 25er Level. Den holen wir uns jetzt. Let's go. So. Der ist ja gleich hier vorne. Okay. Es ist irgendwie uncool, wenn man nichts sieht. Den Jutti noch holen? Der ist hier vorne, okay. Komm mit! Oh nein, ich hab's geahnt. Oh, Agent, Diggi, das ist ein Level 25, da musst du doch nicht abhauen jetzt. Was ist denn? Da beißt du dreimal rein, ist der tot. Komm, mach! Ja, nee, da nicht. Nicht zu den Alus. So, komm, wir holen uns den jetzt. Wir brauchen das Pelz. Genau. Den Pelz von dem Jutti. Okay, haben wir. Go. Irgendwelche interessanten... Ja, ich nehme den Pelz schon mal mit, ne? Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Ja, okay. Noch einer? Hier war da bestimmt noch einer. Ja, das war es wohl erstmal. So. So. Also, Folgendes ist passiert. Muss mal ganz kurz nochmal ein bisschen Real Talk machen, damit ihr mal ungefähr mitbekommt, was für Zeitverschiebung ich hier bei Fjordur habe. Heute ist der Tag, an dem ich mein Infovideo rausgehauen habe.
heute Vormittag um 10 Uhr auf dem Kanal, dass ich Twitch nicht mehr machen werde. Wiederhole nochmal, ich mache Twitch nicht mehr. Der YouTube-Kanal bleibt bestehen. Und was passiert dann tatsächlich? Ich finde natürlich super, auch die Kommentare und so weiter, alles gut. Aber was passiert, wenn du solche Info gibst? Es verschwinden plötzlich Abonnenten, was ich sehr merkwürdig finde. Und ich kriege auf Twitch neue Follower. Okay, was genau war da jetzt in der Kommunikation falsch? Bisschen eigenartig. Und es tut halt auch weh, ne? Weil es ist nicht gerade einfach, so eine Info rauszugeben, die einen selber so fertig macht und emotional auch ziemlich fertig macht. Und dann gibst du diese Info raus, bist transparent und dann hauen die Leute ab. Warum? Ich habe doch bei YouTube gar nichts verändert. Es war nur das Medium, um diese Information zu teilen. Aber gut, wollte ich kurz mal meinen Senf dazugeben. Vielleicht ist auch wieder irgendeine Kacke von YouTube, weil die wieder irgendwas gelöscht haben. Was weiß denn ich? So, wir werden jetzt nach Hause, weil wir sehen eh nichts. Wollte ich nochmal kurz mitteilen. Musste ich mal kurz nochmal loswerden. Es ist so stockdunkel. Was ist da los? So, Hauptbase. Und ja. Muss ich nicht verstehen. Aber ganz ehrlich, wenn man diese Info falsch versteht und daraufhin das Abo rausnimmt bei YouTube, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich besser, wenn diese Person es nicht verstehen, was ich da eindeutig gesagt habe, dass diese Personen von meinem Kanal verschwinden. Also ohne Witz braucht man denn auch nicht, ne? Ist ein bisschen so schwierig, kann das jetzt nicht gewesen sein. Aber wer weiß, was da tatsächlich der Fall war. So, hier haben wir noch ein bisschen Pelz. War jetzt nicht so viel, ne? Die Auslese war nicht so, der Brüller. So, Otterli, kommst wieder auf meine Schulter? Ja? Okay. Dann lass mal gucken, ob wir jetzt hier... Wir brauchen wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber im Dunkeln... werden wir das nicht hinkriegen. Müssen wir warten, bis der nächste Tag angebrochen ist. Ich glaube, ich werde diese Schildkröte zähmen. Dieses pinke, orange, rote Teil. Die sieht super strange aus. So, warte, ich ziehe hier nochmal ein bisschen was rein. Pelz. Also ich würde mich jetzt auch nicht so drüber aufregen, wenn diese Zahlen nicht so scheiße wichtig wären auf dem Kanal, um irgendwann vielleicht dann doch mal die 1000 zu erreichen, um einen offiziellen Community-Status zu haben. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und du bist halt nur eine Community, dein Kanal wird nur als Community betitelt, wenn du diese verkackten 1000 Abonnenten hast. Und 4000 Stunden Watchzeit in den vergangenen 12 Monaten. Diese 4000 Stunden Watchzeit habe ich locker. Die schaffe ich in 2 Monaten. Das ist ja das Phänomen an der Sache. Aber diese verkackte Abonnentenzahl da vorne stimmt halt nicht so. Das ist das Problem an der Sache. Deswegen ärgert mich das so. Ansonsten wäre das gar nicht so schlimm, weil das ist nur eine Zahl und man braucht halt auch keine Abonnenten haben, die sowieso nichts gucken. Das ist halt totaler Bullshit, ja, weil ich brauche keine toten Abonnenten, die nichts gucken von meinem Kanal, von meinen Videos. Aber es ist halt für den Community-Status wichtig und deswegen ärgert mich das so. Sehr, 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 sehr unschön. Naja, was soll's. Gut, was brauchen wir noch? Metallbarren, I guess. Metallbarren. So, gib her. Transfer, packen wir alles hier rein. Fasern haben wir noch hier noch. Okay, ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch groß was reißen werden. Pink war überblau. Ich glaube, ja, blau wollten wir jetzt zu pink machen, ne? Ich glaube schon. Ja. Handschuhe. Go. Okay, jetzt haben wir alles pink. So. Unterkühlungsisolierung. Wir brauchen immer noch 2000 Isolierung. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen. So, ich versuche mal. Ich glaube, das letzte, was es jetzt gibt, ist gelb. Ja. Meisterhaft. Meisterhaft ist das letzte, was wir machen können. Mehr gibt es nicht. Wenn wir das haben. Alter, es reicht nicht. Oh Gott, ist das teuer. Ja, wir werden also Yuti skillen. Aber das Problem ist wirklich,
Das sollten wir dann doch vielleicht lieber mit dem Wyvern machen, weil der nicht so ein Schisser ist. Also machen wir das mit dem Wyvern. Dann knabbern wir uns durch die Jutis durch. Okay. Aber ich habe die Befürchtung, dass es immer noch nicht reichen wird. So. Mal gucken. Also hier drinnen sehen wir das ja eh nicht, ne? Also hier haben wir jetzt das da. Um aber den Kälteschutz tatsächlich zu sehen, müssen wir raus, glaube ich, oder? Tausend. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Wenn ich jetzt den Dicken hier runterschmeiße. Oh, wow. Okay. Ach du Kacke. Ich glaube, wir müssen uns noch mal so einen Otter holen. Aber einen richtig hohen, hochleveligen Otter. Das ist ja hier nur ein 133er. So, wenn ich dich jetzt anziehe, mein kleiner Schatz, und ich nehme mir noch eine Fackel, was ist dann? Mir geht ja nicht. Okay, immer noch tau. Okay, der macht ganz schön viel, ne? Wenn wir dann alles auf meisterhaft haben. Okay, warte, dann werden wir jetzt noch mal ganz kurz gucken. Aber das werden wir auch nicht jetzt in der Nacht machen können. Es sei denn, ich stelle einfach mal die Uhr vor. Das können wir natürlich auch machen. Otter, 90er Level. Das ist ja gar nichts. Hier, 140er X-Otter. Den brauchen wir. Wo ist der? Wo haben wir den? Hier, X-Otter. Was? Wie darf ich mir das denn vorstellen? X-Otter? Haben die denn vielleicht, sind die ein bisschen krasser drauf? Das können wir uns ja mal anschauen, ne? Den würde ich mir wirklich gerne anschauen. Ob das funktioniert. Fackel hält noch kurz, ne? Nee, pass auf, wir machen Tag. Das ist mir, dauert mir jetzt zu lange. Also, zack. Okay. Wir werden uns jetzt rüberporten. Wo müssen wir hin? Darunter. Zu unserem Metalldepot, sozusagen. Okay. Hierhin. Okay, gut. Dann gucken wir mal. X-Otter. Vielleicht haben die ein paar mehr Skills. Vielleicht sind die besser. Oder das ist ein Otter, der irgendwo in der Höhle ist. Das ist natürlich auch möglich. Ich fürchte fast. Nee, warte mal. X. Ah, ich glaube, ich weiß was. Ich glaube, das ist in der Aberration-Höhle, ne? Verdammt.
befürchte, das ist in der Aberration-Höhle. Ich glaube, da brauche ich gar nicht gucken. Muss ich die Otter auf was anderes skillen? Das kann natürlich auch sein, ne? Dann würde ich mir noch einen anderen... Wir haben ja noch einen etwas höherleveligeren Otter. Ich finde übrigens ziemlich cool, dass der Argentavis jetzt so schnell ist. Okay, es geht hoch. Das bedeutet, wir haben jetzt hier unten irgendwo den Otter. War hier ein Eingang? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Dann weiß ich auch, wo der Otter ist. Warte mal. Da vorne war der andere Eingang. Aber da kamen wir, glaube ich, kamen wir da mit dem Argentavis rein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. War das hier? Oder habe ich jetzt irgendwie einen falschen Film? Hier war doch irgendwas. Hier. Hier ist eine Höhle. Nee, das ist keine Höhle. Das ist... Ach, hier bin ich. Oh, ich bin auch so... Ich habe so ein Orientierungsproblem, ne? Ich habe so ein Orientierungsproblem. Ich habe keine Ahnung. Kann ich hier reinfliegen? Darf ich? Also... Also der X-Otter kann nicht hier sein, weil diese Aberration-Höhle ist ja auf der anderen Insel. Also was ist hier los? Ich will auch hier nochmal kurz was gucken. Hier gab es ja auch noch irgendwas, ne? Hier konnte man irgendwo hochlaufen, fliegen, laufen, klettern. Glaube ich. Irgendwas gab es doch hier. Wozu ist das Ding sonst da? Achso, außenrum, glaube ich, war das nicht. Ich muss irgendwie in der Mitte hoch. War das... Hä? Oh Gott, ich bin schon wieder... Nein. Also hier war doch mal so ein Aufstieg. Wo ist denn der jetzt? Himmel, Herrgott. Und hier war auch irgendwo eine Höhle. Schwöre. War irgendein Eingang. Oder wo war das? Oder bringe ich das jetzt mit irgendeiner anderen Map durcheinander? So, wir werden mal kurz hier hoch. Hier war doch irgendwas. Das kann doch nicht alles sein. Das glaube ich nicht. Ist hier irgendwas? Höchst mysteriös. Also nein. Hier ist also gar nichts mehr. Was natürlich sein kann. Hier ist bestimmt eine unterirdische Höhle. Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass es hier irgendwie durchs Wasser... irgendwo hingeht. Weil hier ist ja nichts mehr. Dann werde ich mal ganz kurz... Oh Gott, ich muss eh landen. Hier vorne. Kurz landen. Und dann gucken wir mal eben, was da unten los ist. Toll. Ich sehe gar nichts außer Perlen. Hier muss irgendwas sein. Ich sag so, wie es ist. Also es gibt... Ich glaube nicht, dass wir auf Fjordo eine Höhle haben, wo nichts ist.
Das bezweifle ich sehr stark. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts außer Perlen. Also ich hätte die auch mal einfach einsammeln können, ich Horst. Wenn die hier schon so rumliegen. Ja, yeah, also hier vielleicht? Hier muss da irgendwas sein. Oder was? Ist hier echt gar nichts. Also wenn das jemand weiß, würde ich mich wirklich freuen, wenn mir das auch jemand mitteilen könnte. Ist hier ein Eingang? Moment, Moment. Ich sehe nichts. Das ist echt ein Problem. Aber hier ist auch kein Durchgang. Ne? Nein, das war eine Finte. Böse. Böse Höhle. So. Ja, schön auf jeden Fall, glaube ich. Also... Gab es irgendwie etwas, was man bauen kann und was Licht spendet unter Wasser? Das wäre unsagbar cool. Ich will nicht mehr. Ich werde jetzt zu meinem Vogel zurück und dann ist gut. Scheiß auf den X-Otter, ich porte mich nach Hause und nehme den Vogel mit. So. Go. Hauptbasis. Hauptbasis. Den holen wir uns einfach zu uns. So, ja, weiß ich auch nicht. Also es gibt keine hochleveligen Otter. Habe ich den Otter eigentlich auf mir drauf gerade? Oh. Das war sehr, sehr, sehr selbstsüchtig. Dass ich einfach nicht an den Otter gedacht habe. Okay. So. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Ich lasse den Otter kurz hier. Das nehme ich raus. Es gibt keine Otter, die wir jetzt zähmen könnten, die jetzt mehr bringen als die, die wir haben. Und selbst wenn wir die Rüstung auf meisterhaft haben, werden wir wahrscheinlich nicht... Wird es uns nicht gut gehen drüben? Was für Tiere gibt es, welche wir vielleicht reiten können, die uns Wärme spenden? Das ist jetzt die Frage. Na, du buntes Ungetüm. Grisella. Es ist ein Feuerdrache. Vivian, vielleicht können die uns helfen? Guck mal hier. Ich habe jetzt durch den Wyvern 1073. Ist das korrekt? Gibt uns der Wyvern Schutz? 1073, mal gucken. Ja, der gibt uns irgendwie Schutz. Okay, Leute, wir machen jetzt Folgendes. Ich hole jetzt den Otter nochmal zurück. Dann beenden wir diese Folge. Ich denke, wir müssen mit dem Wyvern rüber und nicht mit dem Argentavis. Wenn ich auf den Argentavis gehe, gibt er uns auch Wärmeschutz? Kälteschutz? 1000. Ja, er gibt uns auch ein bisschen. Welches Tier... Ach nein, ich habe den Otter noch drauf. Oh, ich bin doof.
Welches Tier gibt uns am meisten Wärme? Ist das gleiche wie bei den anderen? Das ist alles das gleiche. Okay, also bringt der Wyvern auch nicht mehr. Aber ich könnte wetten, es gab irgendein Tier, was wir reiten können, fliegen können, was uns mehr Schutz gibt. Gut, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch Pelz farmen, mit dem Wyvern auf jeden Fall. Und dann werden wir versuchen, die Rüstung auf meisterhaft hochzuprügeln. Das wird ein bisschen teuer. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch den besseren Otter mitnehmen. Ansonsten fällt mir nicht ein, wie wir das managen sollen, außer im Infinite Stats Modus. Aber irgendwann möchte ich mir das auch mal anschauen, ne? Also im Notfall müssen wir es so machen, damit ich mir das anschauen kann. Aber wir versuchen natürlich alles. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da und ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.